Ja, guten Abend. Wir dürfen Sie wieder ganz herzlich zu unserer Motorlounge begrüßen. Wir, das sind Dirk Spaniel, Holger Douglas. und wir begrüßen Sie und wir wollen wieder eine muntere Runde rund um das Auto, Verkehr und Technik führen. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die gerne an uns stellen. Wir versuchen die dann so gut es geht zu beantworten. Und unser Thema ist heute. Die Verkehrswende. Ja, es wird ja alles hier in Deutschland gewendet. Ja. Die Energie wird gewendet, jetzt auch der Verkehr. Und wir sehen das ja alles in den Straßen, die werden gesperrt für den Autoverkehr. Zweispurige Autostraßen werden so gesperrt, dass nur auf einer Spur sich die ganzen Autos stauen. Die andere ist leer und da fahren dann die ganzen Millionen von Lastenfahrrädern. Oder wie sehen Sie das? Ja, ich komme ja nur aus Stuttgart und da haben wir das Beispiel jetzt ja auch auf einer der Verkehrsadern dort. Da hat man einfach eine Spur weggemacht und diese Spur zur Fahrradspur gemacht, weil das Projekt des grünen Bürgermeisters war es, Stuttgart zur Fahrradstadt zu machen. Dass das mit der Topografie vielleicht auch eine Rolle spielt, dass Stuttgart nicht so die Fahrradstadt ist, das war jetzt im Hintergrund. Ja. Hauptsächlich, man hat mal eine Autospur weg. Und da hat man jetzt eine kombinierte Bus-Fahrradspur draus gemacht. Ja, ein bisschen mehr trainieren, damit man die Weinsteige raufkommt, oder? Ist Ja, das wenn man die Weinsteige jetzt auch noch die zweispurige Weinsteige zur einspurigen macht oder eine Fahrradspur, dann muss ich komplett am Verstand der Stadtplaner zweifeln. Ich meine, das ist auch heute schon nicht weit her, aber aber bisher können sich eigentlich nur die Gipshersteller freuen und die Krankenhäuser, die bekommen nämlich ziemlich viel zu tun. Da passieren ziemlich viele Unfälle, Radfahrer stürzen teilweise in die Eisenbahn- oder Straßenbahnschienen und es gibt eine starke Zunahme an Verletzten. Ja, also wir haben, da bin ich übrigens für sehr gerügt worden. Ich habe mal eine Bundestagsrede zu diesem Thema gehalten, weil wir leben ja in einem Land der Hypermoral und der Hypervorsorge. Und ich glaube, so das Allerwichtigste für junge Familien ist die Sicherheit der Kinder. Dafür werden Sterilisatoren gekauft, damit das Milchfläschchen schön steril ist und keine Bakterien dran sind. Da wird der Kinderwagen gekauft, der sturzsicher ist. Da wird alles getan für das Kindeswohl. Und dann transportiert die Mami ihre zwei Kinder auf dem Fahrrad und durch den Stadtverkehr. Ja, aber das ist doch schön CO2-frei, ist doch gut, oder? Ja, das ist schön. CO2-frei ist es dann, wenn die Mami ihr Elektrofahrrad, was es in allermeisten Fällen ist, eben gerade nicht benutzt, sondern ein normales Fahrrad benutzen würde. Das scheitert aber in allermeisten Fällen, weil einfach die Transportmasse dann so groß wird, dass man da schon ziemlich gut trainiert sein muss. Nee, aber was ich da sagen wollte, ist das Thema Sicherheit. Und wenn wir da Unfallzahlen uns angucken, dann dürfen wir die Unfallzahlen nicht einfach so als Absolutzahl im Raum stehen haben. Da müssen wir die Unfallzahl immer beziehen auf die tatsächliche Transportleistung. Und die Transportleistung bei Personen, da gibt es eine ganz einfache Formel für. Das sind Personenkilometer. Also wenn ich jetzt heute hierher gekommen bin, das sind ein bisschen über 200 Kilometer, dann sind das 200 Personenkilometer. Ich bin 200 Kilometer, eine Person. Ja, das ist eine Transportleistung. Und wenn ich also diese Verkehrssicherheit auf diese Transportleistung, Personenkilometer beziehe, also das, was tatsächlich passiert ist, dann stelle ich fest, dass der Transport von Kindern auf dem Fahrrad ungefähr 100 Mal, 100 Mal gefährlicher ist für das Kind, lebensgefährlicher ist für das Kind als auf dem Rücksitz eines Autos. Und da brauche ich eigentlich gar nicht weiterreden. Ja? Wer Kinder auf dem Fahrrad transportiert, der braucht überhaupt nicht mehr diskutieren, ja, über gesunde Ernährung oder sonstige Sachen. Der setzt dieses Kind einem so unfassbaren Lebensrisiko aus, dass alles Weitere, was diese Eltern machen, eigentlich auch egal ist in Relation dazu. Und das finde ich diese irre Welt, in der wir leben, dass wir so tun, ja, als gäbe es eine heile Welt, die es nicht gibt. Fahrradfahren ist gefährlich. Ja. Übrigens, die allermeisten Radfahrunfälle passieren aus Eigenverschulden des Radfahrers. Ja. Also nicht, weil die Spur zu klein ist, sondern weil er, was weiß ich, irgendwie von der Fahrbahn abgekommen ist, kollidiert ist mit einem Gegenstand und, und. Und das ist, wenn man das weiß, dass also dieser Transport von Personen so irre gefährlich ist auf dem Fahrrad,
dann ist mir total unverständlich, dass man das überhaupt sieht. Und das sind ja gerade genau meistens die Eltern, die besonders viel für die Natur, für die Umwelt und für ihre Familie an Wertschätzung entgegenbringen, die genau diese Transportmöglichkeit in den Lastenfahrrädern auf dem Fahrrad verbringen. Unfassbar. Aber die Innenstadtstraßen, die werden jetzt ja alle mit Fahrradspuren blockiert, ausgerüstet, auf denen vielleicht nochmal ein Omnibus fahren kann. Also damit erhöhen wir das Risiko auf eine Weise, die wir bisher noch nicht kannten. Ja, und ich habe da übrigens, also bei Stadtplanung ist es ja so, dass wir so in der Stadt begrenzten Raum haben. Und wenn so jemand eine Stadt plant, dann muss er sich ja überlegen, ja, wie setze ich den Raum ein? Und da haben wir das mal analysiert. Und das sind jetzt auch keine Geheimnisse, das haben wir auch schon mal veröffentlicht. Wie viele Personen kann ich eigentlich in einem bestimmten Zeitraum, da kann man jetzt mal so einen Tag nehmen, über eine bestimmte Straßenbreite transportieren? Und da kommt man zu ganz interessanten Ergebnissen. Ich habe das gerade hier, damit ich da jetzt nichts Falsches zitiere, das sind jetzt ein bisschen Zahlen, da komme ich jetzt mal drauf. Dann haben wir uns mal analysiert, wie das so ist mit dem Radweg. Und da gibt es einen, der meistbenutzte Radweg, 2,5 Meter breit, also schon zweispuriger, ja, zwei Radspuren in jede Richtung, ja, entsetzt eine Autospur. Und da kann man so 5000 Personen am Tag drüber transportieren, über diese Spur. 5000 Personen. Klingt viel. Pro Tag. Pro Tag. Klingt viel. Mit dem Bus, ja, der hat ja eine bestimmte Taktung und fährt 16 Stunden am Tag, kommt man da so auf dieser Radspur, die doppelte Radspur, stopp, muss ich so korrigieren, 2,50 Meter Breite, theoretisch komme ich auf 15.000, aber tatsächlich aufgrund der eben nicht vorhandenen Frequenz, der meistbefahrenste Radweg sind 5.000. Aber ich könnte über diese Fahrradspur zweispurig 15.000 Personen transportieren. Da haben wir aber so Verhältnisse wie in China. Ja. Wenn ich den Bus nehme, der auf dieser Busspur fährt, dann komme ich so auf 21.000 Personen maximal, wenn der voll besetzt ist, der Bus. Und wenn der durchschnittlich besetzt ist, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, so ein durchschnittlich besetzter Bus, naja, haben wir so 20% Besetzung, ja, über den Tag, da sind wir auch wieder genau bei den 5.000. Und wenn ich diese Spur als Pkw-Spur mit einem fünfsitzigen Pkw nehme, dann kriege ich über diese Spur 87.000 Personen. 87 versus 15.000, ja, versus 5.000 Radfahrer. Ja. Und das, wenn man das einfach mal so sich klar macht, dann ist dieses ganze Geschwätz von wegen Verkehrsraum effektiv nutzen in der Stadt, die effektivste Transportmöglichkeit in der Stadt ist der Individual-Pkw. Eine Ausnahme gibt es, muss man schon sagen, das ist die klassische U-Bahn oder S-Bahn. Die transportiert auf einer vergleichbaren Fahrbahnbreite so 160.000 Personen. Also es ist nochmal das Doppelte wie das Auto. Das heißt also, wenn ich die Möglichkeit habe, eine S-Bahn-Linie zu bauen oder eine U-Bahn-Linie zu bauen, die eng getaktet fährt, dann ist das die beste Transportmöglichkeit. Ja, aber es ist eben unten und nicht oben, ja, und ist auch nicht an Verkehrsregeln gebunden, fährt also frei durch. Und dieser Bus, der hat eben eine gewisse Taktzeit, ist dadurch viel langsamer. Und wenn ich den Pkw durchschnittlich besetze, kann man jetzt mal so ein Spielchen machen, also jeder fährt wie immer, ne, maximal mit zwei Personen, im Mittel mit 1,3 Personen, also drüber, dann kommt raus, dass der Pkw ungefähr genau die gleiche Durchsatzquote hat wie der Bus. Wahnsinn. Eigentlich sollte ich alle Radspuren, alle Busspuren sofort streichen. Wir haben eine Frage eines Zuschauers. Was fragt er? Hier wird gefragt, ob man nicht eher auf Leichtbau setzen sollte. Auf Leichtbau vom Auto? Vom Auto, genau. Ja. Wie sieht es damit aus, wenn wir die Autos leichter machen, dann sparen wir auch, wir kommen gleich noch zum CO2-Ausstoß. Ja. Ja. Das mit dem Leichtbau beim Auto ist ja immer so eine Sache. Die Autos heute sind ja nicht schwerer, weil die Ingenieure blöder geworden sind. Die Autos sind ja heute schwerer, weil es gesetzliche Vorgaben gibt.
Und wenn man sich das ganze Airbag-Gedöns in so einem Auto mal anguckt und die ganzen passiven Sicherheitsmaßnahmen, dann ist das so ein Gewichtsbaustein im Vergleich zu früher von 300, 400 Kilo. Das muss man einfach wissen. 300, 400 Kilo schleppen wir in Autos mit, wegen der ganzen Sicherheitstechnik, wegen der Airbags, die müssen ja auf irgendwo konstruiert werden, ja. Die müssen ja am Rahmen festgemacht die werden. Ja, die sind ja nicht, die können ja nicht in der Luft hängen, ja. Muss ja eine stabile Struktur dahinter sein. Dann habe ich die Crashnormen die letzten Jahre alle hochgefahren. Das heißt also, so ein Auto, das 30 Jahre alt ist, das faltet sich zusammen wie eine Ziehharmonika an so einem heutigen neuen Crashtest, an so einem NCAP-Crashtest. Und deshalb ist das nicht vergleichbar. Die heutigen Autos sind viel sicherer, aber das wiegt natürlich. Und wenn ich diese gesetzlichen Vorgaben erfüllen will, ja, dann kann ich das machen mit Leichtbau. Dann heißt aber Leichtbau andere Materialien. Und da sind wir ganz schnell, weil ich bin ja heute bei einem Auto bei hochfesten Stählen, ja, und die sind nur noch gegenüber Aluminium, gibt es da nur einen kleinen Unterschied. Ja. Und das Problem, was wir haben, ist, die Steigerungsform davon wäre zum Beispiel Kohlenstofffasern. Kann man machen. Reden wir aber nicht mehr von einem Auto in der Preiskategorie, wie wir heute unterwegs sind, sondern es gibt ja Kohlenstoffautos. Ja, es gibt ja Autos aus Kohlenstoff. Da, weiß ich nicht, hier sind wir gerade in so einem Museum, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Suchkahn. So ein Mercedes SLR beispielsweise war komplett aus Kohlenstoff. Ja, und ich glaube, der lag bei 300.000 Euro. Ja. Und vom Energieeinsatz, um den Kohlenstoff unfassbar, zu brauchen wir nicht drüber reden. Brennen, wollen wir gar nicht reden. Nein, also das ist... Also auch der BMW i3, ja, ist ja auch ein Kohlenstoffauto, das ist Elektroauto. Ja, man kann da was machen mit Leichtbau, aber das eigentliche Problem ist, und das, da kommen wir gleich dazu, das eigentliche Problem ist unser sozialpolitischer Ansatz. Darüber reden wir heute in der Verkehrswende. Also wir haben es eben vom Raum gehabt, wenn man nicht beim Leichtbau, wir haben es eben vom Raum gehabt, den ich zur Verfügung habe. Wir haben also festgestellt auch, dass das Auto sich entwickelt hat als die Form, die am meisten, am günstigsten Personen transportiert. Auch jeder fährt ja nicht von der einen Stelle zur anderen, das macht man ja nicht, sondern jeder wohnt woanders. Der muss also mal zur Bahn hinkommen, zur Bushaltestelle oder zur Straßenbahnhaltestelle. Und das kostet ja auch Wegezeiten. Und wenn man das alles mit berücksichtigt, ist es nicht erstaunlich, dass sich im Laufe der letzten, was kann man sagen, 100 Jahre, das Auto als günstigstes Verkehrsmittel herausentwickelt hat. Und es gibt ja diese Diskussion, das wissen viele vielleicht auch gar nicht, es gibt ja diese Diskussion, ja, und wenn ich zur Arbeit fahre und die allermeisten Fahrten haben überhaupt nichts mit Arbeit zu tun. Die allermeisten Fahrten, die gemacht werden mit dem motorisierten Individualverkehr, also dem Auto, ja, die allermeisten Fahrten sind Freizeitfahrten. 40-50% der Fahrten sind heute Freizeitfahrten nach Personenkilometer. Da fährt die Familie. Ja? Und ich stelle mir gerade die Familie vor, die so mit dem Kinderwagen, so zwei Kinder, Kinderwagen, vielleicht noch ein kleineres Kind dabei, das größere Kind hat ein Laufrad, am Sonntagmorgen mit dem Bahnticket am Bahnhof steht, ja? Und dann gemütlich eine Wochenendtour durch Baden-Württemberg macht. Super. Entspannung pur. Vielleicht für die Kinder, ja. Spätestens für die Eltern ist es keine mehr. Und nach einer halben Stunde Quark, wann sind wir da? Das ist noch die netteste Frage. Ja. Da kommt dann auch, ja, da darfst du nicht und da darfst du nicht. Und also es ist nicht beherrschbar. Wie gesagt, das meiste sind Freizeitfahrten. Das ist also jetzt der Zustand, den wir erreicht haben in der Verkehrsentwicklung. Der ist aber, den mögen die meisten, sonst würden sie es nicht machen, sonst würden sie es nicht aufs Auto, sich aufs Auto stürzen. Das soll aber weg. Das Ziel ist jetzt der Fahrradfahrer, das Ziel ist jetzt vielleicht auch der Rikscha-Fahrer, ich denke da immer daran, an asiatische Länder, sollen wir jetzt so dann durch die Straßen fahren? Das ist ja das Ziel. Warum brauchen wir eine Verkehrswende? Wir brauchen sie ja, das scheint ja festzustehen, wenn ich das höre, was Sie alles aus Berlin herüberschallen lassen. Ja, das ist das Interessante, für was brauchen wir sie? Wir haben gerade eben festgestellt, aus stadtplanerischer Sicht brauchen wir sie nicht. Ja? Wir haben zwar Verkehr in den Städten, aber den Verkehr in den Städten haben wir, das ist auch ganz logisch, wenn ich eine Autospur wegmache und die war vorher die effizienteste Transportmöglichkeit, dann habe ich danach, wenn die Autospur weg ist, durch eine Busspur ersetzt oder eine Fahrradspur, habe ich danach natürlich ein Verkehrschaos. Ja? Und wenn ich jetzt aber immer von der Verkehrswende rede,
ja, und so tue, als sei die vorgegeben, ja, dann muss ich mir mal überlegen, wie ich die dann umsetzen will. Und dann sehe ich dann, einerseits geht es nur mit Verboten. Ja, da gibt es einerseits dieses Einfahrtverbot für, heute nennen wir es für Dieselfahrzeuge, morgen für Benziner, das kommt dann irgendwann alles. In Berlin ist das ja schon vorbereitet. Und man möchte eben diese Autos aus der Stadt rauskriegen. Rikscha-Fahrer war ein gutes Stichwort. Wir haben es gerade gehabt vom Personenverkehr. Ich war 2018 war das, glaube ich, war ich auf der Verkehrskonferenz in Frankfurt am Main und da wurde der Logistikverbände haben Verteilerkonzepte vorgestellt, wie wir alle so, wie die Waren verteilt werden. Und da sitze ich da so auf dem Podium und dann höre ich mir einen Input-Vortrag an, Namen habe ich jetzt vergessen, von einer Beraterin, die hat dann erzählt, ja, sie hat ein Konzept, wie man den Verkehr in der Stadt, zukünftigen Verteilerverkehr in der Stadt macht. Und zwar stellt man sich das so vor, die LKWs fahren an große Verteilerzentren am Stadtrand und werden da entladen und umgeladen. Und dann wird so ein, ich sage jetzt mal die Brauerei, ja, oder die Kneipe vor Ort, ja, die wird dann eben nicht mehr bedient mit dem LKW, der die Bierfässer auf der Palette hat, die dann mit dem Hubwagen ins Lager geschaffen werden, sondern da gibt es dann einen Rikscha-Fahrer. Ja, und da gibt es wahrscheinlich ganz schön viele Rikscha-Fahrer, die dann das verteilen müssen. Und das hat die Frau ernsthaft erzählt auf dieser Logistikvertreterkonferenz in Frankfurt. Jetzt würden wir uns fragen, eigentlich muss die ausgebuht worden sein. Aber die wurde bejubelt. Da haben 200 Leute haben der Standing Ovations gegeben für diese tolle Idee. Und dann war die nächste Forderung von der Politikerin, wir fordern deshalb, da das nicht von alleine kommen wird, fordern sie Einfahrtverbot für Lkw für die Städte. Also das Konzept ist, Verteilerzentren, in diesen Verteilerzentren fährt der Lkw hin und aus den Verteilerzentren schwirren dann die ganzen Lastenfahrrad, Rikscha-Fahrer aus und verteilen die Waren in der Stadt. Ja, früher gab es unfassbar. Früher gab es Gespänne, vierspännige mit Brauereigäulen, ging doch auch. Was haben Sie dagegen? Ja, klar, theoretisch geht es schon. Nur wenn ich heute unsere Waren mir angucke, was die kosten, was ein Bier kostet und was ein Essen kostet, dann ist es doch in keiner Relation zu dem, was es vor 100 Jahren den Normalbürger gekostet hat. Also die Lebensmittel und auch gerade die ganzen Lebenshaltungskosten sind doch heute viel niedriger im Verhältnis zum Durchschnittslohn als früher. Das sind ja gerade der Fortschritt. Und wenn ich einen LKW ersetze, können wir uns jetzt mal überlegen, wenn ich so einen 24-Tonnen Nutzlast-LKW habe, wie viel kann ich denn auf dem Lastenfahrrad transportieren? Ja, das sind doch vielleicht 200 Kilo. Ja, wie viel brauche ich denn da? Wie viele Fahrräder auf dem Lastenfahrrad? Da brauche ich ja 100 Lastenfahrräder. Das heißt, ich brauche 100 Leute. Die das verteilen. Und statt dem Lkw-Fahrer, der heute auch nicht 100.000 Euro im Jahr verdient, brauche ich also 100-mal so viel Personaleinsatz, um diese Ware zu verteilen. Ja, kann sich irgendeiner vorstellen, dass das Geld kostet? Natürlich wird das dann, der Transport der Ware wird dann auch, sage ich jetzt mal, 60, 70, 80, 90 Mal teurer als heute. Ist doch logisch. Also ein entscheidender Vorteil von unseren günstigen Preisen ist eben, dass der ganz wesentliche Faktor in der Produktion und in der Verteilung der Güter, dass der Transport, dass die Transportdienstleistung so günstig geworden ist. Ja, und wenn ich das jetzt kaputt machen will, dann mache ich das natürlich am effizientesten, indem ich den LKW eliminiere und ersetze durch einen irrsinnig personalintensiven Verteiler. Und wir hatten übrigens mal die Diskussion im Verkehrsausschuss, werde ich nie vergessen, wo der grünen Abgeordnete die chinesische Delegation fragte, sie hätten ja so viel Erfahrung mit Fahrrädern, ob sie ihnen denn nicht mal Ratschläge geben könnten, weil das Fahrrad sei ja für Deutschland der Verkehr der Zukunft. Dann wurde das übersetzt zu der chinesischen Delegation. Die Chinesin verlor kurz die Fassung. Hat wahrscheinlich gedacht, wir wollten sie veräppeln. Ja. Hat dann geantwortet, das Wort Fahrrad fiel nicht in der Antwort, hat dann geantwortet, China setzt auf Drohnen. Aus.
Also diese Erfahrungstransfer, wie haben Sie es denn so mit Fahrrädern gemacht? Ja? Gar nicht drauf eingegangen. Er hat wahrscheinlich gedacht, wir wollten die veräppeln, aber konnte sich nicht vorstellen. Ja. In China ist man froh, dass man die Fahrraddiskussion hinter sich hat. Ich erinnere mich noch an Jürgen Trittin, als er noch Umweltminister war und dann in Peking, oder ich glaube, es war vor der chinesischen Mauer, demonstrativ aufs Fahrrad gestiegen ist und wollte demonstrieren, wie Verkehr der Zukunft geht. Aber die Zeiten sind ein bisschen, sollten eigentlich ein bisschen vorbei sein, oder? Ja, ich habe es ja gesagt, also ich persönlich bin übrigens Radfahrer. Damit das mal alle hören, ja, ich fahre Fahrrad, ja, so 3000 Kilometer im Jahr. Respekt, ja? Respekt. Ja, also schon, also ich habe einen Tacho, da sind immer so im Jahr 3000 Kilometer drauf. Aber ich fahre es nicht in der Stadt, ja, oder nicht in der klassischen Stadt, sondern mehr so auf Radwegen und auch im Wald. Und der Punkt ist der, dass das Fahrrad als Transportmittel gar nicht für jeden erreichbar ist und auch gerade nicht zum Personentransport. Es ist ja so, dass ich viele Menschen können kein Fahrrad fahren, weil sie alt sind, gebrechlich sind, weil sie viele Sachen transportieren müssen. Also wie gesagt, diese Mutter mit den zwei Kindern, zwei kannst du noch auf dem Fahrrad transportieren, aber spätestens bei drei Kindern ist Schluss. Und deshalb ist dieses Auto wegzunehmen als Transportmittel, das ist auch ein großes sozialer Rückschritt für viele. Ich habe noch ein Bild in Erinnerung, das vor kurzem durch die sozialen Medien ging, Fahrradweg voll mit Herbstlaub, das war aus Berliner Straßen irgendwo. Viel Spaß dabei dann beim Hinsegeln und beim Aufenthalt dann im Krankenhaus. Wir haben, sehe ich gerade, wieder die nächste Zuschauerfrage. Wie lautet die denn? Wir haben mehrere. Ja. Die erste Frage war zum Thema Ritscher. Wie kann man denn bei solchen Vorträgen zum Thema Ritscher überhaupt ernst bleiben bei so einer Veranstaltung? Ja, wir versuchen es. Der Witz an der Veranstaltung war, dass da saßen die Vertreter aller politischen Fraktionen des Bundestags dort. Und der Witz war, dass ich dann was gesagt habe, dass wir zum Beispiel zum Autoverkehr stehen. Und daraufhin wurde ich dann ausgebuht. Das heißt also, wir leben mittlerweile in einer Welt, die mit rationaler Erfassung gar nicht mehr viel zu tun hat, in der so ein Bild generiert wird, dass man etwas Bestimmtes erwartet wird, dass man es sagt. Also wir haben es eben gehabt, dass das Thema Autoverkehr vom Flächenverbrauch in der Stadt her effizient ist. Wir haben es gehabt mit dem Verteilerverkehr, ja, dass das praktisch gigantische Transportkostensteigerung wäre, wenn man das macht. Und ich komme noch auf was. Es gibt bereits ein Land, das ja mal quasi vollständig die Idealvorstellung der Grünen und Linken erfüllt hat, was das Thema Verkehrs, also das heißt Modal Split. Ja, wie werden die Güter in dem Land verteilt? Das nennt man Modal Split. Und dieser Modal Split heißt zum Beispiel, so und so viel wird auf dem Auto transportiert oder auf der Straße, so und so viel auf dem Schiff und so viel mit der Bahn. Und wir hatten bereits mal ein Land in Europa, ein moderner Industriestaat, ja, so grenzwertig am Ende, da waren über 80% der Transportleistung auf der Schiene. Das ist die Forderung, mehr Güter auf die Schiene. Ist ja. Das war die DDR, das war 1989 die DDR. Die hatte das Ideal alles erfüllt. Die DDR hatte 80% ihrer Transportleistungen auf die Schiene verlegt, auf die Güterzüge. Funktionierte doch, oder? Ja, das Problem war eben, und das muss man ganz nüchtern sehen, dadurch war Transport langsam und das Transportvolumen war nicht hoch. Und gleichzeitig, das ist ganz nüchterne Analyse, es war unfassbar teuer. Die DDR war nicht wettbewerbsfähig von ihren Transportleistungen her. Und das hat ja seinen Grund, warum man das nicht beibehalten hat. Es gibt ja gar keinen Grund. Man könnte jetzt so tun, als hätte man das bewusst und aktiv zurückgefahren. Das stimmt ja gar nicht. Faktisch ist, dass sich dann, als die Marktwirtschaft sich eingesetzt hat, oder in der DDR dann auch übernommen wurde, hat man dann festgestellt, es ist viel effizienter, die Sachen mit dem LKW zu transportieren. Und da gibt es dieses Geschwätz mit dem CO2-Wert. Ja. Da gibt es diese unfassbar hohen CO2-Werte. Ich habe das gerade vom Uber noch gesehen, dass ja die Transportleistung auf der Straße von Gütern unglaublich viel umweltschädlicher wäre als auf der Schiene. Das ist sehr interessant.
Da reden wir von ungefähr 100 Gramm CO2 auf der Straße. Pro Tonne. Pro Tonne. Das ist jetzt wieder, das ist jetzt, wenn man in den Fachtermini unterwegs ist, die Transportleistung der Personen, rechnet man in Personenkilometern, also Personen, wie viele Kilometer die zurückgelegt haben. Und bei Gütern hat man natürlich nicht die Personen, sondern redet man von Tonnenkilometern. Und diese Tonnenkilometer, die Beziehung auf die Tonnenkilometer, die war ganz interessant. Da ist der CO2-Ausstoß auf Tonnenkilometer ist eben beim Straßenverkehr angeblich 100 Gramm. Sowohl Pkw als auch Lkw, oder? Ja, das ist jetzt der Witz. Die sagen, das sei der Lkw. Da kommt so ein schönes Bildchen beim U-Bahn, das ist ein großer, fetter Lkw. Und ich habe dann das mal nachgerechnet. Also ein Actros, 40 Tonner mit 24 Tonnen Nutzlast, nur auf die Nutzlast bezogen, liegen wir da ungefähr bei 30 Gramm. Und dann habe ich das mal recherchiert, was könnte das sein? Das UBA geht davon aus, UBA ist Umweltbundesamt. Wir kommen gleich auf die nächste Frage. Umweltbundesamt geht davon aus, dass ein Großteil der Transportleistung auf der Straße eben mit Kleintransportern stattfindet. Und weil die Kleintransporter eben so viel schlechter sind vom Verhältnis Nutzlast zu Gewicht, werden die als Vergleich herangezogen. Tatsächlich ist aber so, dass die langen Distanzen, also die eigentliche Konkurrenz zur Bahn, die passiert fast alles auf großen Lkw. Also ist das komplett eine Falschdarstellung. Ja? Die Bahn liegt bei 24 Gramm pro Tonne, 24 Gramm CO2 pro Tonne. Und dieser Actros, von dem ich geredet habe, liegt bei ungefähr 30. Jetzt kann man sich aber bei der Bahn mal fragen, ja Moment, welchen Strom nimmt eigentlich die Bahn? Und da sind wir bei einer ganz spannenden Diskussion. Die Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, kauft den Strom ja im Strommix. Und wenn die Deutsche Bahn den Personenverkehr, also die ICEs und die ganzen anderen Züge, im Null-CO2-Mix verkauft, dann müssen die anderen ja mit Kohlestrom fahren. Das geht ja gar nicht anders. Wenn ich aber den Kohlestrom rechne, dann stimmen diese 24 Gramm ganz sicher nicht. Dann sind es dann so eher so 60, 50, 60 pro Tonne. Und dann wäre die günstigste CO2-technische Art, Güter zu transportieren, eben der Lkw. Und warum ist das so? Der Lkw ist ein hochentwickeltes Gerät und Sie hatten früher Motoren mitentwickelt, Sie waren beim Autohersteller. Was ist da passiert? Der Witz ist ja, dass beim Lkw und auch bei, wenn ich mir das angucke, wie viel wiegt ein Güterwaggon und wie viel Nutzlast hat er? Wie viel wiegt der? Jetzt kommt es drauf an, aber der wiegt sicherlich mal locker so 30, 40 Tonnen. Ja, so ein schwerer Güterwaggon wiegt so 30, na sagen wir mal 30 Tonnen. Ja. Und diese 30 Tonnen, und da lesen dann eben Container drauf. Ja. Da wiegt so ein Leercontainer, wiegt so 4,5 Tonnen, einer. Ja, das ist jetzt also so ein Güterzug, ist und so ein längerer Wagen, 30 Tonnen, 4,5 Tonnen der Container. Da sind schon mal 40 Tonnen, die ich da bewege, von vornherein. Einfach leere Masse. Und da ist dann halt der Inhalt drin. Und bei der Bahn ist ja das Problem, dass wenn ich die in Stückgutverkehr mache, dann sind die ja nicht voll. Dann sind diese Sachen ja meistens nicht voll. Und dann ist es eine Katastrophe, was das Thema Nutzlast angeht. Und deshalb ist es gar nicht rentabel. Die Bahn stellt das übrigens wahrscheinlich sogar ein, den Einzelwagenverkehr. Das heißt, nur noch die Schwerlasten werden mit der Bahn transportiert. Auch deswegen, weil die Bahn an den Kapazitätsgrenzen angelangt sind. Mehr Verkehr geht ja nicht auf die Schiene. Die sind ja so voll wie die Autobahn A9 abends um 18 Uhr. Ja, das ist ja die Diskussion. Jeder sagt immer Verkehr auf die Schiene und dann stellt man am Ende des Tages fest, die Güterzuglinie bei mir in der Backyard, wie das so schön heißt, ja, die will aber keiner. Die will keiner und die sind voll, die wenigen sind voll. Ja. So, jetzt die nächste Zuschauerfrage. Wenn ihr gerade bei der Schiene seid, ja. Die erste Frage, ob denn Dieselloks auch die Euro 6C-Norm erfüllen mit ihren Gaswerten. Und die zweite Frage, wenn ihr das beantwortet habt, wäre noch eine Frage, wie ihr denn zum Hyperloop steht von Elon Musk, den ja der liebe Herr Söder aktuell aktiv bewirbt. Und da war die genaue Frage, wie steht ihr denn zu dieser Rohrpost für Menschen? Da wollten wir auf die futuristischen Verkehrswege, kommen wir noch am Schluss. Jetzt dann zuerst die erste Frage dann. Ja, wir haben, wenn man sich das anguckt, wir stehen
zu. Also ich habe jetzt die Antwort für Hyperloop. Können wir das andere nochmal machen? Die andere Frage war, ob diese Loks auch die Euro 6C-Norm erfüllen. Also die Euro 6C-Norm ist ja heute gar nicht mehr zulässig. Man muss ja Euro 6D temp. Ja. Ja. Aber wenn ich mir angucke, die Dieselloks der Deutschen Bahn, die so, ich habe ja ein Büro am Stuttgarter Hauptbahnhof und da sieht man ja auch immer den Verkehr, der da so hin und her ist. Das sind ganz viele Loks der Baureihe 2016, 2018. Ja. Die sind älter als ich. Ja, und ich bin fast 50. Ja. Da brauche ich doch nicht weiter rumdiskutieren, welche Normen die erfüllen. Damals gab es noch gar keine Normen. Ja. Kann man froh sein, dass die nicht Rohöl da oben raushauen. Ja. Die waren froh, dass die überhaupt funktionierten und relativ stabile Dauerleistungen vollbracht haben. Also, da gibt es zwar Rußfilter, das hat man zwar hinterher draufgesetzt, aber da, ich wüsste auch gar nicht, dass es eine Abgasnorm gäbe. Nee, das wüsste ich. Das weiß ich auch nicht. Sind wir überfragt? Kläre ich aber. Ja. Also ich kenne keine. Ja. Beim nächsten Mal dann. Die nächste Frage bitte. Ja, die Hyperloop. Auf Hyperloop, da schlage ich vor, da kommen wir am Schluss. Da kommen wir am Schluss noch drauf. Dann, bleiben Sie bitte dran. Dann gäbe es noch die Frage, wie denn das Ausland zu diesen Plänen von Deutschland steht. Die ausländischen Automobilhersteller, dass hier in Deutschland nur noch Rikschas eingesetzt werden sollen. Ob die das auch teilen, diese Vision? Haben Sie da irgendwelche Reaktionen? Die tippen sich wahrscheinlich leicht an die Stirn. Ja, also es ist ja, ja, jetzt muss man mal sagen, vieles in Europa ist ja nicht nur eine rein deutsche Schnapsidee, sondern das ist ja etwas, was irgendwie so ein Gebräu ist, was in Brüssel, Frankreich mit Deutschland ausgetariert wird. Und ich bin da auch manchmal überrascht, was da alles für Ideen kommen. Nur ist es so, dass diese Verkehrswende-Idee, wie sie in Deutschland gelebt wird, wir haben ja immer das Problem, wie war es nochmal, Frankreich plant's. Ja. Und Deutschland ist im... Am Ende kommt auf jeden Fall raus, Deutschland. Deutschland ist im Himmel. Und die anderen lachen ja, darüber. Ja. Das ist so jetzt mal diese Kurzversion. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese ganzen Projekte, die Ausländer, Italiener und Franzosen machen ganz viel Themen. Mhm. Die stoßen die immer an und reden auch darüber, dass das alles so toll sei. Aber machen tun sie es nicht. Die lachen sich ins Fäustchen. Ja, also es ist so, im Prinzip reiten sie die Deutschen immer in diese Hypermoral-Diskussionen rein und setzen sie nur nicht um. Also die setzen sie nicht um und die warten, bis wir sie umgesetzt haben und damit negative Erfahrungen gemacht haben. Also es ist, wer drüber nachdenkt, der weiß, es gibt keine tatsächlich vernünftige Lösung. Dann können wir nochmal auf das Thema Transport im Vergleich Hyperloop und die anderen Systeme kommen. Ja, zuerst wollte ich noch drauf kommen, die Ideen gab es ja von der autogerechten oder menschengerechten Auto, sprich autofreien Stadt, schon vor 30, 40 Jahren. Da gab es in Wien einen Hermann Knoflacher, einen Architekt, der auch für die Stadtplanung, Verkehrsplanung verantwortlich war. Und der gefiel sich darin, Worte zu sagen, wir müssen wieder entschleunigen. Wir brauchen ja dieses ganze Schnelle alles nicht mehr und wir lassen uns diktieren vom Auto und eigentlich wollen wir nur Auto fahren, weil wir uns da drin groß und stark fühlen. Stimmt. Das hat er gesagt. Ich finde übrigens Autos toll. Und wenn ich da so gerade in so einem Auto sitze und dann so eine schöne lange Kühlerhaube habe, mit so einem schönen Symbol da vorne dran, ist ja der einzige deutsche Hersteller mit so einem Symbol, ist aber tatsächlich so, ich fahre viel lieber Auto als zum Beispiel U-Bahn oder Bus. Mhm. Ist tatsächlich so, ja. Warum nicht? Was ich mich die ganze Zeit frage, eigentlich müssten jetzt gerade in Corona-Zeiten ja sämtliche U-Bahnen, Straßenbahnen geschlossen, abgesperrt werden. Busse dürften auch nicht fahren, weil dort stehen die Menschen so eng nebeneinander und das ist eigentlich eine ideale Virenverbreitungsschleuder, wenn man das so sieht. Wir haben ja in der AfD haben wir ja immer ein bisschen Probleme jetzt unsere Versammlung zu machen, weil viele ja in Präsenz machen wollen. Und da hat man neulich einen Witz gemacht. Wir kriegen zwar keine Räumlichkeiten, ja, um Parteitage durchzuführen, aber wenn wir uns alle in der S-Bahn treffen, ja, dann können wir das machen. Dann können wir in dieser S-Bahn den Parteitag durchführen mit Hunderten von Leuten, weil da gibt es ja keine Abstandsregeln. Ist jetzt ein Witz, ne? Aber ist tatsächlich genehmigungstechnisch unfassbar. Ja. In so einem S-Bahn-Zug sind 500, 600 Leute zugelassen. Also 400 Sitzplätze. Den dicht an dicht, ja. Da fahren auch 500, 600 Leute ohne jede Abstandsregelung. Da gibt es keine Abstandsregeln.
Also zumindest hält die keiner ein, die werden auch nicht überwacht. Da werden ja nicht mal mehr Fahrscheine kontrolliert. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Diskussion, die an Lächerlichkeit eigentlich gar nicht mehr zu überbieten ist. Da kommen dann Sätze raus, die Menschen begreifen nicht, dass das Auto sie in eine völlig andere Raumzeitdimension katapultiert, die sie nicht verstanden haben. Das sagt eben jener Wiener Architekt Knoflacher. Sie fühlen sich gut, während sie die Natur zerstören, die Landschaft zerstören, die Städte zerstören, die Wirtschaft zerstören. Zerstören Sie jetzt hier die Wirtschaft, die Natur, die Landschaft, der Städte, wenn Sie hier mit so einem Kasten fahren? Wenn ich so ein altes Auto fahre, das sage ich jetzt mal so, wenn ich es nicht fahre, ja, keinen Wert mehr darstellt, ja, ist ja schon produziert, dann mache ich mal auf jeden Fall was sehr Nachhaltiges. Und das Zweite ist, das fand ich eigentlich sehr interessant, das hatte ich, meine Tochter hat das mal gesagt, da war sie noch sehr klein, Papa, was haben wir von einem Naturschutzgebiet, wo wir nicht hinkommen können? Das war eine sehr interessante Formulierung, weil es zeigt nämlich, wie will ich denn ökologisch korrekt mit meiner S-Bahn, ich habe das mal am Anfang des Gesprächs hier angedeutet, tatsächlich in der Freizeit ein Erholungsgebiet erreichen. Und da komme ich zu dem Punkt, das ist praktisch ausgeschlossen. Und wer das mal ausprobieren möchte, der kann ja einfach mal bei Google die Zeiten angeben mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Wohnort zu irgendeinem, was weiß ich, Alpenwanderweg. Kann er ja mal machen. Stellt er fest, geht nicht. Ja, durch. Ja, fährt man den ganzen Tag mit der Bahn irgendwo in Schwarzwald, jetzt über Baden-Württemberg gezogen, und den kann im Prinzip, wenn man mittags angekommen ist, kurz sein Vespa auspacken, wieder einpacken und muss mit der Bahn wieder zurückfahren. Bahn, Bus, was auch immer, was man da nutzen muss. Das heißt also, für die Anwendung Freizeit und Erholung, weil wir es gerade hatten, zerstört den Menschen, geht öffentliche Verkehrsmittel praktisch nicht. Und das finde ich eine interessante Erkenntnis, weil wir hatten es ja am Anfang schon, in Wirklichkeit ist das Bashing gegen das Auto ein Bashing gegen unsere freie Freizeitgestaltung. Es nimmt uns die Freiheit, wenn wir das Auto verlieren. Die Freiheit, in unserer Freizeit irgendwo selbstbestimmt hinzufahren. Das ist genau das Gegenteil von diesem Verkehrsplaner. Und ich komme in praktischen Erfahrungen, wenn ich in der Stadt einkaufen bin, sage ich jetzt mal sperrigere Gegenstände, wie zum Beispiel mal eine Jacke einkaufe oder Mantel, kommt nicht so oft vor. Aber ich hole oft Leute ab, die solche Sachen einkaufen. Und die wollen dann immer abgeholt werden. Warum wollen die wohl abgeholt werden? Weil es nämlich so scheiße ist, diese ganzen Taschen zu schleppen, wenn man öffentliche Verkehrsmittel fährt. Und die finden das dann toll, dass es dann jemanden gibt, den sie anrufen können, der sie abholt. Und das kein Taxi ist. Und deshalb, dafür nehme ich das Auto, ja? Ja, es ist komisch. Je stärker, je lauter die Rufe weg mit dem Auto, weg mit dem Individualverkehr sind, also das, was wir ganz praktisch ausprobiert haben, was wir benutzen, was, wo wir Erfahrung haben, was auch gut funktioniert, preisgünstig ist, das soll weg. Dafür leben wir in der Verkehrsplanung weiter im Himmel, im Himmel der Hirngespinste. Genau. Eine Idee, die immer dabei kommt, ist, wir sollten mit Seilbahnen doch den künftigen innerstädtischen Verkehr bewerkstelligen können. Und da gibt es schöne Bilder, dass da Seilbahnen quer durch die Stadtteile fahren. Man kann so schön schnell ein- und aussteigen. Man zerstört keine Umwelt. Und das ist doch alles so wunderschön, während man langsam über die Stadt gleitet und schwebt. Warum nicht das? Ja, das ist auch wieder so, wie wir es gerade hier gehört haben, wie wir es uns alle denken können. Wenn ich langsam gleite über die Stadt, dann bin ich eben langsam. Und der Sinn eines Verkehrsmittels ist es, wenn ich einen Verkehrsweg nehme, dass ich eben diesen Verkehrsweg effizient nutze. Und das heißt eben nicht langsam, sondern schnell. Mhm. Und gerade wenn diese Seilbahn langsam fährt und gemütlich ist, vielleicht noch einer oder zweier Kapseln, dann wird sie eins nicht sein, effizient und bezahlbar. Genau das wird sie nicht sein. Und die effizienteste Möglichkeit ist eben, wir haben es eben diskutiert, die U-Bahn oder S-Bahn. Und ganz weit hinten auf der Effizienzstufe kommt die langsame Seilbahn. Ja, und vor allen Dingen mit der Seilbahn, derjenige, der öfters mal Seilbahn nutzt, weiß das,
spätestens das Umsteigen ist ein Riesendrama. Ja. Dass man sich dann aus dieser Kabine rausdrängt, rauszwängt und wieder rein. Das heißt, die Seilbahn ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung idealerweise. Und da gibt es auch nicht so viele Gondeln, die da fahren können. Das heißt, diese ganze Diskussion wird dann ziemlich schnell ineffizient. Und vor allem nach dem ersten kräftigen Orkan, wer da in der Seilbahngondel gesessen ist und mitgefahren ist, dann wird der sehr schnell diese Diskussion beendet haben, vermute ich mal. Ja, und da haben wir, ja, ich bin kein Gegner von technischer Entwicklung. Also wenn es eine Seilbahn gibt, die dann hinterher die Transportkapazität anderer öffentlicher Verkehrsmittel erfüllt, schön und gut. Nur eins ist auch klar, die individuelle Freiheit, die habe ich auch mit der Seilbahn nicht. Weil die ersetzt ja nicht das Auto, die Seilbahn ersetzt, das muss man sich mal überlegen, die Seilbahn ersetzt bestenfalls die U-Bahn, ja, oder den Bus. Da haben wir ja gerade eben gelernt, die U-Bahn ist mit Sicherheit das effizienteste Transportmittel und der Bus ist eher am unteren Ende der Transporteffizienz. So, und das, wenn die Seilbahn noch weiter darunter liegt, dann ist sie ja noch sinnloser. Der Bus nutzt nämlich die Infrastruktur der Stadt. Die Seilbahn braucht eine neue Infrastruktur. Das heißt, dass diese ganzen Projekte, das sind alles Luxusprojekte, Hirngespinste, die man sich leisten kann, wenn man zu viel Geld hat. Oder wenn man irgendwelche Hindernisse überwinden will, wo man sich nicht durchtraut. Zum Beispiel in Brasilien gibt es Seilbahnen zum Zuckerhut, mhm, ja, oder zu diesem Berg da, zu der Jesus-Statue. Da nee, ist nee, es nee, stopp, da gibt es gar keine, da ist gar keine, das ist eine Zahnradbahn. Ach, die Seilbahn ist ja zum Zuckerhut, ja, genau. Da ist es ja sinnvoll. Da, ja, genau. Dazwischen. Ja. Da muss man die Seilbahn nutzen. Das ist jetzt nicht irgendwie fortschrittlich geplant. Das ist Absicht, weil es ist ein Stück Wasser dazwischen. Da kommt man gar nicht hin auf diesen Zuckerhut. Wir haben wieder eine Frage von Ihnen. Wie lautet die? Einmal die Frage. Wenn synthetische Kraftstoffe kommen, kann man doch wieder großvolumige Saugmotoren als Standardmotorisierung ausrollen? Das wäre also, den Motorkonstrukteur. Das ist ein Fan von uns, der hat aufgepasst, der hat schon mal irgendwas gehört von uns. Vielen Dank, das ist also unser Fan, wir freuen uns darüber. Ja, ja. Und recht hat er, das muss man ja sagen. Ja, das ist ja das Schöne, wir kriegen so ein schlechtes Gewissen eingeredet. Und dieses schlechte Gewissen richtet sich gegen Autos, richtet sich gegen großvolumige Saugmotoren. Und diese ganze Argumentation mit der umweltschonenden Fortbewegung ist sofort vom Tisch, wenn mein gurgelnder, blubbernder V8 mit synthetischen Kraftstoffen fährt. Meinetwegen verbraucht er 25 Liter auf 100 Kilometer. Völlig egal, wenn der synthetische Kraftstoff CO2-frei hergestellt wurde. Was möglich ist. Ja, früher gab es ja unter Motorenbauern die Regel, es gibt nichts Besseres als Hubraum, außer mehr Hubraum. Das waren Autos, Motoren, die lange fuhren, effizient waren. Und heute haben wir ja einen Trend gab zum Downsizing, der immer kleinere Motorless hervorbrachte, die dann versuchten, aus dem letzten bisschen Kraftstoffenergie noch Vorwärtsenergie zu treiben. Haben wir es da übertrieben? Also, jetzt bin ich ein bisschen off-topic. Hm? Ja, also, ich habe auch schon größere Motoren gefahren als mit 5 Liter Hubraum. Hm. Und da muss ich mal sagen, es gibt auch zu große Motoren. Also, so oberhalb von 7 Liter Hubraum beim 8-Zylinder ist das dann auch schwierig. So die optimale Größe für so einen 8-Zylinder sind so 4 bis 5 Liter Saugmotoren. Und wenn man dann Downsizing runtergeht, so ein Nähmaschinenmotorchen, Ferrari hat den mal gemacht, ein 2-Liter V8. Ja, das ist natürlich dann extrem ineffizient, verbraucht viel. Geht schnell kaputt. Die Standzeiten sind doch nicht so besonders lang, oder? Das liegt aber am Ferrari. Nein, das darf man jetzt nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Nein. Wir schauen kein Formel 1, nein. Nein, also technisch muss das nicht sein. Aber dieses Downsizing hat dazu geführt, dass aus immer kleinerem Hubraum und natürlich aus immer weniger Zylindern die Leistung generiert wird. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass man heute mittlerweile nur noch im Prinzip so bis 250 PS gibt es ja eigentlich nur noch neue Motoren mit 4 Zylindern. Maximal 4 Zylinder. Mhm. Und das ist sehr schade, weil dieses Gefühl, diese Laufruhe von einem 6-Zylinder-Motor, die erreichen diese Motoren natürlich nicht. Das geht technisch nicht. Und deshalb finde ich schade. Ich würde mich freuen, wenn synthetische Kraftstoffe kommen und auch 6-Zylinder-Motoren wieder hoffähig werden.
Und wenn man das mal rein kostenmäßig sieht, so ein Vierzylinder-Turbomotor, der liegt mit Sicherheit von, also ein hochgerüsteter Vierzylinder-Turbomotor mit komplizierter Abgasreinigung und elektrischem Starter-Generator-System, der liegt preislich auf dem Niveau von einem Achtzylinder-Motor. Ja. Richtig, ja. Und deshalb kann man durchaus, wenn man da wählen kann, Achtzylinder mit synthetischen Kraftstoffen und null CO2 und hochgerüsteter Vierzylinder, wie ich ihn gerade beschrieben habe, mit 90 Gramm CO2 auf dem Papier, ja, dann, wenn man aus Umweltschutzgründen dann den Achtzylindermotor nimmt, das ist doch ein super Argument. Also ich finde den Achtzylindermotor dann natürlich auch besser. Ja. Würde ich auch, dem würde ich mich anschließen. Ich habe mal auf einer der vergangenen Frankfurter internationalen Automobilausstellung den Spruch gesehen, Right-Sizing statt Downsizing, aber die Automobilausstellung gibt es ja nicht mehr. Also das war der Appell, nicht noch kleiner, nicht noch weniger, sondern in der richtigen Größe die Motoren zu konstruieren. Ja, ja. Ja, wo ist die eigentlich jetzt, die Automobilausstellung? Das habe ich irgendwie den Überblick verloren. Ja. Frankfurt hat sie rausgeekelt, wo ist sie eigentlich? Ja, ja. München soll sich beworben haben, aber vielleicht findet die auch nur noch virtuell statt. Ja. Wir hatten mal die größte Automobilausstellung der Welt. Und als kleiner Junge hat man sich da immer die Nase platt gedrückt und irgendwie weg. Und Frankfurt, ja, was haben wir eigentlich noch? Leere Fabrikhallen, leere Messehallen, leere Hotels. Ja. Was machen die da rein? Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwelche Rikscha-Veranstaltungen. Ja. Rikscha-Fahren in den Frankfurter Messehallen, das wäre doch was. Internationale Rikscha-Ausstellung. Ja. Lastenfahrradausstellung. Und angeführt von dem Bürgermeister Feldmann, der sich daran gefiel, bei der letzten IAA voranzugehen und sagen, nee, die wollen wir nicht mehr hier haben und das Auto wollen wir nicht mehr haben. Das ist noch gar nicht so lange her, die zwei Jahre sind noch gar nicht rum. Es gab nämlich noch gar keine zwischendurch, ne? Ich meine, es gab noch gar keine. Doch, da sollte eine stattfinden. War das nicht in diesem Jahr? So hätte sie stattfinden sollen. Ja. Da bin ich aber nicht sicher. Okay. Wir werden das klären. Wir klären das. Wir haben gesagt München. München? Ah, danke. Ah. München. Vielen Dank. Genau. Schreibt auch gerade die Sabine nochmal, dass es in München stattfindet. Vielen Dank. Da wir uns in den letzten 10 Minuten nähern, ja, haben wir noch zwei Fragen. Die eine Frage, ich würde gerne nochmal auf den Hyperloop euch erinnern, weil ja, ich gerade bei den Zügen das machen wir. Ja, genau. Das war die letzte Frage dann. Das sind, wir gehen mal weiter im Reigen der futuristischen Verkehrsmittel. Hyperloop ist ja das Projekt, womit Elon Musk, der Tesla-Chef, Furore gemacht hat. Ist das mehr als ein Werbegag? Also das sind ja dann sehr schnelle Transportsysteme. Und wenn man etwas bescheidener von den Kosten wird und auch von der Komplexität, dann ist man bei der Magnetschwebebahn. Mhm. Und wir erinnern uns an die Diskussion Transrapid in Deutschland. Mhm. Ja, und da hat gerade die Landtagsfraktion der AfD in Baden-Württemberg ein spektakuläres Konzept nochmal ausgegraben, diesen Transrapid. Und hat einfach mal zwei Zahlen aufgeschrieben, die ich ganz interessant fand. Die Transportzeit mit einem Transrapid vom Bodensee oder von Zürich nach Stuttgart, die liegt irgendwo so bei 40 Minuten. Mhm. Das heißt also, wenn wir diese schnellen Transportsysteme uns mal vorstellen würden, dann ist es dadurch möglich, irgendwo in der Pampa zu wohnen, mal kurz oder 100 Kilometer weg vom Arbeitsplatz zu wohnen oder eben auch zwischen Zürich und Frankfurt zu pendeln. Und zwar in einer Zeit, die mit dem Flugzeug nicht machbar ist. Weil natürlich das Check-in und alles Gedöns, was man da alles machen muss, wissen wir ja, theoretisch fliege ich 600 Kilometer pro Stunde over ground. Aber eben nur von dem Moment an, wo ich abgehoben bin. Ja, und die ganze Zeit davor fliege ich mit null. Ja. Und in Summe erreiche ich mit dem Flugzeug eben Transportgeschwindigkeiten vielleicht um die 200 Kilometer. Mehr ist es nicht. Und mit dem Magnetschwebebahn komme ich auf 500 Kilometer. Das heißt, wenn wir sagen würden, dass die Magnetschwebebahn schon ein großer Fortschritt wäre, dann müssten wir die eigentlich erst einmal machen. Und diese Rohrpostnummer, die ist ja nochmal deutlich schneller. Die geht ja Richtung Schallgeschwindigkeit. Können Sie sich das vorstellen, in ein paar Sekunden von 0 auf 800, 900 km/h losgeschossen zu werden? Ja, das Problem ist ja nicht, man spürt ja nur die Beschleunigung, die ist ja nur einmal. Der Charme bei dieser Rohrpostnummer ist der, dass eine relativ kleine Kapsel sich sehr schnell bewegt. Ja. Das heißt also, dieses
Vier Personen halten im Haltepunkt 1, steigen ein und aus, das wird es nicht geben. Mhm. Sondern diese Kapsel, die wird durch dieses Rohr durchgeschossen, ja, von, was weiß ich, München, mhm, ja, fliegt diese Kapsel los und dann fliegt die nächste Kapsel los, die erste Kapsel fliegt nach Hamburg, die zweite durch die gleiche Rohrleitung macht einen Abbieger nach Frankfurt und die dritte fliegt vielleicht nach Berlin. Und dadurch schaffe ich es in der gleichen Infrastruktur, sehr viele, so eine Art Mischung aus Kollektivverkehr, wie der ICE, mhm, der ja 22 Mal irgendwie halten muss, bis er in Berlin ankommt, ja, von Stuttgart oder von München aus. Also wenn er nicht über Erfurt fährt, fährt er ja von München, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Mannheim, ach, wo er nicht alles hält. Ja. Überall, 20 Mal fast. Und diese schnelle Lösung wäre eben dieses Hyperloop. Und das schießt dann eben eine Kapsel gezielt durch bis Mannheim, eine bis da. Das wäre schon sehr charmant. Und wenn das privat finanziert wird, ja, dann werden wir uns das sicherlich nicht hinstellen und gegen so etwas Fortschrittliches sein. Also ich halte es für sehr charmant. Die nächste Variante ist die Frage, nächste, das ist ja Rohrpost. Ja, das ist Rohrpost. Die andere Frage ist aber, möchte ich bei 800, 900 Kilometer pro Stunde aus dem Fenster gucken? Und dann bin ich mal ganz frech und sage, da wollen viele Leute vielleicht auch gar nicht mehr aus dem Fenster gucken, wenn sie sich das so vorstellen. Ja? Weißt du, der ein oder andere, der mal bei 250 im Auto, ja, nicht nach vorne, sondern zur Seite rausgeguckt hat. Ganz schön schnell, ja. Ganz schön schnell fliegt er die. Er kriegt da auch irgendwie so ein Gefühl für Gefahr. Ja. Ja? Und das ist ja beim Flugzeug was anderes. Mhm. Da sehe ich ja keine, habe ich ja keine Infrastruktur. Ich bin weit oben, ja. Ja, da habe ich ja keine Infrastruktur. Mhm. Aber wenn ich mich knapp über der Erde bewege und mit 500 oder sowas fahre, da ist vielleicht die Idee, ich gucke aus dem Fenster raus, gar nicht mehr so lässig. Sondern das führt eher dazu, dass es schlechter wird. Also diese Rohrpost-Idee, die ist schon nicht doof. Nur Platzangst darf man nicht haben. Ja gut, die wollen ja auf die Scheiben die Umgebung projizieren. Ja, ja. Langsamer, so dass man mitkommt. Die werden dann sicherlich nicht den Telegrafenmasten da rein projizieren, sondern die werden den umgehen. Also alles, was da so schnell vorbeifliegt, ist halt problematisch. Ja, ja. Das wird zur Übelkeit führen. Ja. Aber Vorteil wäre auch, dass es relativ wackelfrei Ja, genau. Diese Hyperloop-Geschichte wird ja auch auf Magnetfeldern laufen. Also es ist eine Magnetschwebebahn im Teilvakuum. Mhm. Das ist diese Hyperloop. Ja, genau. Mit einer kleinen Kabine. Ja, ja. Ist natürlich, wenn man es nüchtern betrachtet, sehr teuer. Mhm. Wird gut. Teurer als die Magnetschwebebahn. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Geschwindigkeit war schon immer teurer, etwas teurer. Wird noch teurer. Ja. Welche Frage haben wir noch? Ja, wir haben jetzt noch 6 Minuten. Ja. Deswegen würde ich jetzt mal diese Abschlussfrage. Also welche Zuschauerfragen haben wir? Ja. Von den Zuschauern. Was sagen denn die Politiker der anderen Parteien, Stichwort CDU, FDP, zur Verkehrswende, wenn die Mikrofone aus sind? Eine Frage ins Nähkästchen. Ja. Das Irre ist ja, dass es keinen aktiven Widerstand mehr gibt. Wenn die Mikrofone aus sind, darf man sich das nicht so vorstellen oder die Öffentlichkeit weg ist. Die ganzen Verkehrsausschusssitzungen finden ja hinter verschlossenen Türen statt. Und das Irre ist ja, dass man immer einen gewissen Widerstand merkt, bei CDU, CSU, FDP weniger, aber bei CDU, CSU, weil die auch wissen, dass das alles Hirngespinste sind. Und die wissen auch, dass die Sachen konkret gar nicht umsetzbar sind. Und deshalb verschieben sie diese Termine immer. Ja, und da arbeiten sie schon aktiv dafür, dass der Eintrittsdatum immer weiter nach hinten geschoben wird. Aber einen aktiven Widerstand, wo man einfach sagt, das ist alles kompletter Schwachsinn, den gibt es leider nicht. Das ist eine Illusion. Wer hier glaubt, dass die CDU, CSU oder die FDP sich gegen diese irre Verkehrswende stellen, der täuscht sich. Der Widerstand ist nur darin oder ist nur darauf beschränkt, die Einführung zu verlangsamen. Es gibt keinen grundsätzlichen Widerstand. Aus politischer Feigheit. Kann man nicht anders sagen. Es gab ja sogar Mitglieder des Verkehrsausschusses, die darüber geschwelgt haben, dass diese Elektroroller in den Straßen, dass die das Verkehrsmittel der Zukunft seien. Und da wurde gehypt, dass das doch Hightech ist, ein simpler, blöder Roller mit Elektromotor und Akku und einem GPS-System, das es erlaubt, die Motorroller wieder einzufangen. Aber
so richtig das überzeugende Konzept ist das ja auch nicht geworden. Ja, ich habe ganz am Anfang, als dieses Thema Roller gehypt wurde, habe ich in der Bundestagsrede mal da gesagt, das ist unglaublich gefährlich und habe auf diese Unfallzahlen hingewiesen. Und ich bin damals ausgelacht worden, übrigens nicht von den Grünen, bin damals ausgelacht worden von einem Kollegen aus dem Verkehrsausschuss von der CSU. Mhm. Und fand ich interessant, weil kurze Zeit später, redet heute noch einer über diese Roller? Ist das noch irgendwie so ein richtiges Alternativkonzept? Die sind da, ja, aber ist alles irgendwie wieder... Höchstens, wenn Rollerberge aus irgendeinem Kanal oder Hafen gezogen werden, genau, als Schrott. Das ist übrigens eine hochgradige Umweltsauerei, aber okay. Die Roller, das hat mittlerweile jeder erkannt, sind bestenfalls für Touris eine Alternative. Und sie sind tatsächlich eine extreme Gefährdung. Also es gibt, um das nochmal abschließend zu sagen, es gibt keinen politischen Widerstand gegen diese schwachsinnigen soziologischen Verkehrsumerziehungsprojekte der Grünen und Linken. Gibt es nicht. Bei CDU, CSU, FDP gibt es da keinen Widerstand. Tut mir leid. Da können wir noch eine Frage nehmen. Ja, wenn wir noch eine hätten. Ja. Da haben wir aktuell aber keine. Insofern, wir haben aber noch 3 Minuten. Ja, okay. Ich kann das nochmal zusammenfassen. Ja, okay. Die absolute Hightech-Idee, die von übermorgen, Stadtverkehr von übermorgen, ist ja die Volocopter-Idee, die von Elektroflugzeugen, dass man in der Stadt abhebt und sanft hochschwebt über der Stadt hinweg und dann landet dort, wohin man muss, zum Flughafen zum Beispiel. Da wurden ja gerade in Bayern großartige Projekte gemacht, Ministerpräsident Söder und eine Ministerin für Digitales und anderen Case. Gedöns, ja. Gedöns gefiel sich da drin zu sagen, das ist dann auch der Verkehr der Zukunft. Airbus hat jetzt gerade sein Projekt beerdigt. Das ist ja alles auch ein bisschen verwegen, oder? Technisch ist das machbar. Natürlich ist Technik machbar. Es ist eine Drohne, dafür gibt es Sicherheitsanforderungen, die macht das wieder teurer. Das Eigentliche, was wir uns mal fragen müssen, ist, wie bezahlbar soll Mobilität in der Zukunft sein? Und eins ist klar. Dieser Volocopter, der wird natürlich teurer sein als das Auto auf einer vernünftig ausgebauten Straße mit hinreichenden Parkplätzen. Ja? Natürlich werde ich für die Nutzung dieses Volocopters ganz andere Summen zahlen. Es wird ein bisschen weniger sein als beim Hubschrauber, den ich heute bestellen muss. Ja? Wenn ich schnell zum Beispiel in meiner Großstadt zu meinem Landsitz kommen will, dann wird der Volocopter etwas günstiger sein, ja? Aber er wird mit Sicherheit teurer sein als das Taxi. Ja? Und wenn ich mir heute kein Taxi leisten kann, dann kann ich mir zukünftig auch keinen Volocopter leisten. Diese Annahme ist einfach Unsinn. Diese ganze Infrastruktur kostet unfassbar viel. Gut, die Personalkosten fallen weg. Aber sind wir mal ehrlich, bei autonom fahrenden Taxis werden die Kosten auch wieder runterkommen. Und deshalb diese ganze Idee, schnell und in die Luft, schöne Idee, wird aber nicht billiger. Und wenn wir von der Mobilität für die Massen reden, dann ist der Volocopter sicherlich eine Randerscheinung für die Reichen. Aber nicht für die Masse der Menschen, die sich für den Alltagsverkehr fortbewegen will. Ja, für mich immer erstaunlich, dass diese Ideen von denen kommen, diese je hochfliegender die Pläne, so kann man vielleicht eine Regel sagen, desto schlechter die Umsetzung dessen, was hier bodenständig ist auf dem Boden, was wir brauchen, oder? Ja, genau so ist es. Wir haben im Prinzip eine Politik, die komplett an den Interessen der Massenbevölkerung vorbeiläuft. Und das ist genau auch der Punkt, was wir hier diese Mythen der Verkehrspolitik alle mal aufschlüsseln wollen. Ja. Es ist im Prinzip, wir halten es nochmal fest, das Auto ist nach allen nüchternen Zahlen, nach der S-Bahn, die effizienteste Methode, Menschen über eine begrenzte Strecke zu transportieren. Das ist so. Punkt. Kein Bus, kein Fahrrad, vergiss es. Ja. Die effizienteste. Und die Probleme in der Stadt könnte ich relativ einfach lösen. Durch Ausbau von Parkplätzen. Das haben wir in einer anderen Sendung schon mal gehabt. Da haben wir darüber geredet. 30% des Verkehrs können wir sofort reduzieren durch hinreichende Parkplätze. Dieser Mythos, dass der Verkehr auf der Schiene CO2-mäßig viel, viel günstiger zu transportieren wäre als auf der Straße, haben wir entlarvt. Mhm. Diese ganzen Zahlen kommen deshalb zustande, weil in diesen Rechnungen des Uber vor allen Dingen mit Kleintransportern anstelle von 40 Tonnen gerechnet wird. Ja? Auch wieder so ein schöner Zahlenschwindel aus dem Umweltbundesamt. Ja. Und das, was wir gerade hatten von den Hightech-Transportprojekten, das entpuppt sich doch alles mehr oder weniger als heiße Luft.
Ja, das sind eben Politik eigentlich an der Masse vorbei. Und die einzige politische Kraft, es tut mir leid, ich würde mich auch freuen, wenn die CDU/CSU in diese Politik schwenken würde, tut sie aber nicht. Ja, es ist momentan leider nur die AfD-Fraktion, die da bei der Verkehrspolitik einen gewissen Widerstand entwickelt. Ja. Okay, das war jetzt unsere letzte, neueste Ausgabe von der Motorlounge zum Thema Verkehrswende. Und jetzt steigen wir hier in unsere Massenverkehrsmittel, in die Autos ein. Wie schnell fahren Sie jetzt nach Hause? Na, ich denke mal, dass ich um 10:30 daheim sein werde. Und mit wie viel kmh über die Autobahn? Das wird sicherlich immer im Rahmen des Erlaubten sein. Na gut. Dankeschön. Tschüss. Okay.